So Leute, mein Spiel läuft wieder. Sehr schön. Ja, eigentlich wollte ich hier, bevor vor der nächsten Aufnahme, nochmal die Schwierigkeit doch auf leicht stellen. Sind das Löffel? Aber mein Bruder hat gesagt, nee, mach das nicht. Das ist, wärst du blöd. Ich muss nur taktische vorgehen. Okay, wir probieren taktische. Also, bevor mein Bruder wieder schreibt, nö, hast du jetzt doch umgestellt. Wo steht denn das Gameplay? Es ist immer noch auf Draufgänger, Mittel, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Falls mein Bruder jetzt irgendeinen dummen Kommentar schreibt. So, wir werden nochmal... So. Ach, verdammt, okay. Wir müssen erst nochmal... Das habe ich jetzt vorher natürlich nicht gemacht. Wir werden auch in dieser Folge nochmal versuchen, größere Brieftaschen und so zu kriegen. Werde ich mir einfach holen. So, jetzt können wir verkaufen. So, das ist weißes Blatt. Davon haben wir 1, 2, 3, 4. Weiß. Nee, doch, weiß. Dann haben wir hier Bernstein. Wie viel Platz habe ich denn? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nee, das zählt auch noch. Dann können wir das auch noch verkaufen. Dann haben wir hier grünes, nee, Bernsteinblatt. Haben wir 2, 3, auch eins verkaufen. Hundefell brauchen wir auch nicht. Grün können wir auch eins weg. Ja. Das ist doch schon mal gut. So, wir müssen immer noch nach Daisy gucken. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt. Ach, fuck. Das muss ich jetzt alles nochmal... Verdammt. Nee, okay. Das überspringen wir natürlich. So, Leute. Jetzt machen wir weiter. Da hätten wir eigentlich auffallen müssen. Vorhin war es ja noch hell. Wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, war es schon dunkel. Pilze wieder beschafft. Rucksack ist ja geleert. Dann können wir hier mal... die Kisten gleich plündern. Die da vorne nehmen wir mit. So, jetzt gehen wir nochmal nach Daisy gucken. Gehen diesmal aber nicht in den Shop, in der Hoffnung, dass das Spiel diesmal nicht abkackt. Fliehen, das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Da wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Oh ja, definitiv. Den holen wir uns auch noch. Können wir reden? Aber natürlich.
Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, Agnes? Ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komme klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Oh yeah. Christian, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Ich würde die nach ihnen suchen. Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Okay. Ja, bevor wir jetzt irgendwas machen, würde ich gerne... Da kann ich Schweine jagen. Da will ich aber nicht hin. Ne, wir gehen nochmal hier zurück. Wir brauchen erst einen größeren Geldbeutel. Wir holen uns erstmal jetzt Rucksack, Geldbeutel, Munitionsgürtel, so ein Scheiß. Weil, ja. Einfach weil ich es kann. Achso, halt. Ich brauche... So. Autos haben wir da. Neues Tutorial. Wenn du eine Anlage freistellst, Spritzen für temporäre Inventarkapazität. Ja, ja. Ja, ist doch okay. Oh. Das weiß ich doch schon alles, hier Pfeifen. Oh, dann wieder die Karre. Naja, egal. Ich versuche diesmal auch etwas besser zu fahren. Und möglichst nicht den Gegner reinzufahren. Das wäre nämlich nicht so toll. Außer die fahren natürlich in mich rein, dann muss ich mich wehren. Aber ich glaube momentan... Wir haben eine Wackelhula-Frau auf dem Armaturenbrett. Wie cool! Wackelhula-Frau! Lustig. Los Jason, los fahr, komm! Okay, wir fahren geradeaus. So, wir sind im Gebiet von Schweinen. Mal Ausschau halten. Oh, nee. Sind wir nicht hier laufen wie der Drecksköter rum? Da vorne hat es Fuzzis. Ich will doch einfach nur ein Schwein töten. Ach, da sind sie. Ach, komm schon. Fuck. So. Nicht das, was ich wollte, aber wir haben immerhin noch ein bisschen Hundefell.
Und irgendwo ist eine Ziege. Ekelhaft. Ja, ja. Da ist ein Schwein. Zack. Schweinsleder, wunderbar. Nein, nein. Brieftasche. Huhu. Kasua-Leder. Ja? Nee, egal. Ich hätte gerne Munitionsbeutel. Wildschweinfell. Ach du meine Güte, Wildschwein. Das sehe ich jetzt allerdings auf der Karte direkt nichts, was einem Wildschwein ähnelt. Für einen größeren Rucksack, Beuterucksack, so halt eine Tapirfell. Ach, egal. Nee, egal. Wir haben jetzt erstmal einen größeren Geldbeutel, damit können wir uns dann später noch eine größere Waffen kaufen. Oh, du meine Güte. Okay, ich sehe ja keine Gegner. Oh, 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 oh. Okay. Ach, fuck. Komm hier nicht hoch. Da auch nicht. Shit, dann gehen wir hier hoch. Hier hoch. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Das Zeug sammeln wir wann anders ein. Da müssen wir hoch. Hey. Oh, nee. Noch mehr Schweine. Egal. wir stellen uns jetzt gleich nochmal. Kann ich mir Spritzentasche? Zack. Können wir auch gleich machen. Das ist sehr gut. Leopardenfell. Naja, super. Leopardenfell. Das habe ich doch gern, Leopardenfell. Naja. Können wir uns momentan noch nicht holen. Ist noch etwas zu schwierig wahrscheinlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh Gott im Himmel. Oh, die Musik ist schön. Oh. Fuck. Haben die mich gesehen? Ich hoffe nicht. Okay, da komme ich mit dem Auto nicht durch. Fuck, 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 fuck. Ja, natürlich, ich habe schon wieder kaum Munition, ey. Na komm. Kann ich hier nicht meine Waffe finden irgendwo? Ist doch hier. Wo ist denn da? Guck mal. So. Ach Gott. Ja, ein bisschen habe ich ja noch ein paar Schuss. Falls jetzt Gegner kommen, muss ich dann halt einfach... Hier muss es vor Piraten nur so wimmeln. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Ja, super. Klasse. Okay, wir gehen mal näher ran.
Deckung vermeiden. Na, ja, das ist natürlich super. Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. Oh, oh. Dreh dich jetzt bloß nicht um, Arschloch. Ich schlaf gleich ein. Dreh dich bloß nicht um, Arschloch. Sonnenbrille, schick. Wieso nehme ich denn die Waffe nicht? Scheißdreck, ey. Alter. Nein, okay. Achso, ich muss... Ach, stimmt ja, ich muss auf das Kackschiff. Ich vergaß, ne? Ganz kleinen Moment. Moment. So. Sorry. Kann weitergehen. Sind hier noch welche? Da haben wir noch einen. Müssen wir jetzt bloß gucken, da vorne steht auch noch mal einer. Wir warten kurz, der muss da weglaufen. So mag ich da jetzt gar nicht, nicht rausgehen. Mir geht's gar nicht gut. Halt die Klappe. Der macht ja hier eh mit seinem Ding rum, der sieht uns bestimmt nicht. Hoffe ich mal. Zack. Es ist vielleicht nicht ganz geschickt, das zu machen, wenn da einer am Schweißen ist. Aber der sieht mich eh nicht. Oh oh. Ich hab da was gehört. Oder nicht? Nein, hast du nicht. Ja, mein Bruder hat recht. Bisschen taktischer vorgehen, dann klappt das schon. Kann das das Schiff aus dem ersten Teil sein? Also ich habe Far Cry 1 habe ich nur den Anfang gezockt auf dem... Oh, du meine Fresse. Auf dem Schiff? Deswegen weiß ich da nicht so viel von. Far Cry 2 habe ich nur Multiplayer gespielt, da kenne ich vom Singleplayer gar nichts. Da steht schon wieder einer. Ist noch ein Funker, okay. Okay, da komme ich so nicht raus. Der bewegt sich aber in die Richtung. Fuck, fuck, fuck! Ah, nein! Ah. Ja. Och nö, Leute. Oder habe ich die jetzt schon tot? Au. Ach, die sind noch tot, Gott sei Dank.
Warum auch immer. Sehr gut. Hätten sie mir aber nicht zurücksetzen müssen jetzt, ey. Weiß es keiner da? Kotz mich diese Insel an. Soll sie in der Hölle spawnen mit allen, die drauf wohnen? So. Mitnehmen. Die andere da unten. Wenn wir schon mal da sind, können wir ein paar Kisten plündern, wa? Oh, oh, da ist noch einer. Verdammt, wir werfen Stein. Frage, wa? Komm mal her. Hey, wer ist da? Find's raus, find's raus. Sucht alles ab. Was so? Ja. Okay. Nein, ich muss erst noch den hier vorne platt machen, bevor wir weitergehen. Shit. Oh Leute, das hat jetzt aber keiner gehört, ey. Hier ist kein Schwein in der Nähe, der das hätte hören können. Außerdem habe ich schon alle Informationen. Gerade egal. Macht ja doch richtig Spaß, du! Also nicht, dass es vorher keinen Spaß gemacht hätte, aber... Wenn man sich dich ganz blöd anstellt, so wie ich beim letzten Mal, dann hat man da noch ein bisschen mehr Spaß, wa? Und ist vielleicht auch zum Zuschauen besser, wenn ich da ein bisschen... ne, ihr wisst schon. Oh, da war was. Ah, ne. Hä? Jetzt blöd? Irgendwas war doch da gerade. Ach, klettern. Ah. Ah. Oh, cool. Ist ja geil. So. Ich muss, glaube ich, noch mal eins hoch. Da. Na, Kiste, geh auf. Oh, Achtung! Funkgerät, Funkgerät, du bist da oben wahrscheinlich, nehme ich an. Da ist noch eine Kiste. Die andere Kiste. Weiß ich jetzt nicht, die wird wahrscheinlich unten sein. Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Funkgerät. Damit das jetzt nicht ganz umsonst war. Nimmt Erpresservideos in der PC auf. Er will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer.
Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Oh oh. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Lieber nie. Okay, was haben wir im Handbuch noch stehen, bevor wir jetzt rausgehen? Bevölkerung. Dr. Alec Earnhardt. Dr. Alec Earnhardt, Chemiker, im weitesten Sinne des Wortes, verdient sein Geld mit dem Verkauf von Drogen auf dem Schwarzmarkt, hauptsächlich an Piraten und Söldner. Aus Zeitungsarchiven weiß ich, dass er aus London nach Rook Island kam, nachdem seine zweijährige Tochter Agnes aus dem Fenster des Apartments 10 Stockwerke in die Tiefe gestürzt war. Deswegen Agnes, Seht ihr, es ist gut, dass ich das mal ab und zu lese, weil Hintergrundinfos, ne? Hängegleiter. Hängegleiter sind für Leute, die sich Flugzeuge ansehen und denken, wozu eigentlich ein Motor? Oder für Leute, die, wenn sie von der Turbine eingesaugt werden, kreischen. Warum fliege ich auch mit einem Hängegleiter? Auch nicht. Weißt du, warum fliege ich auch mit einem Hängegleiter? Verstehe ich nicht. Styrus. Den hatten wir aber gestern schon, bei der letzten Aufnahme. Schweine hatten auch schon. Dann sind wir soweit durch. So, jetzt haben wir ein Problem. So. Du kannst jeder seine Schwierigkeitszeit ändern, du findest Optionen. Nö. Ach, fuck, da kommen sie. Fuck.